Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Ja, und natürlich, sich auf dem Vorderrad wohl zu fühlen, sich neue Bewegungen anzugewöhnen, ist auch eine Kopfsache. Es gibt mehrere Methoden, wie das Üben sicherer und effizienter wird. Eine wichtige Sache ist, dass ihr euch selber sagt, auf was ihr gerade achten wollt. Zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, viele fahren am Anfang des Übens immer zu schnell an und dann kann man sich selber sagen, langsam, langsam, und dann kommt man weg von dieser Gewohnheit. Dann fühlt sich der Kopf auch sicherer, wenn man langsam anfährt, die Bremse gut nutzt und der Finger ist entschlossen zuzupacken. Das Grundprinzip heißt aber Schritt für Schritt üben, und da braucht man Geduld, weil man kann nicht sofort zum Versetzen, wie das halt viele machen wollen, in der Ebene mal eben die Bremse ziehen und das Heck nach außen werfen. Nein, bei so einer komplexen Bewegung müsst ihr mehrere Monate trainieren und das wirklich auch akkurat, damit die ganze Sache im Gehirn ankommt und einprogrammiert wird. Weil ihr das Versetzen in Kehren machen wollt, die in einem steilen Hang sind, müsst ihr die Stoppies und Nosewheelies am besten auch in einer steilen Straße oder auf einem steilen Schotterweg üben. Andererseits ging auch eine steile Wiese mit ordentlich Gefälle, damit ihr merkt, das Ganze fühlt sich gut an, ihr werdet immer sicherer und erst dann kann man dazu übergehen, das mit Versetzen zu üben und dann auch in steilen Kehren. Wenn ihr dann in Kehren übt, weil das Versetzen auf steilen Straßen schon gut klappt, dann nehmt erstmal eure Schokoseite, also die starke Kehre, das könnte zum Beispiel eine Linkskehre sein, und eine, die nicht direkt so fies ist, sondern moderat. Dann könnt ihr die Technik anwenden. Ihr könnt auch im Wald zwei Wege nutzen, die in einem Hang sind, die sich kreuzen, und schon habt ihr eine Kehre, an der ihr üben könnt. Da habt ihr Gefälle, der Boden ist ähnlich und ihr könnt dich rantasten, ohne dass ihr sehr abgelenkt seid vom Abgrund an der äußeren Seite. Ihr habt den Ehrgeiz, das hintere Versetzen zu üben, deswegen müsst ihr auch die Geduld haben. Jetzt habt ihr ein paar Methoden und Tipps für das Mentale bekommen. Berücksichtigt das bitte. Viel Spaß beim Üben. Und dann geht's weiter in der nächsten Lektion zum Versetzen.